Servus Leute, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frag Rafa. Heute geht es unter anderem um die Fragen: Anabole Diät, ist sie gut oder schlecht? Weichmacher an Plastikflaschen, schaden sie meinem Körper bzw. dem Muskelaufbau? Und wann sollte ich ja den Trainingsplan verändern bzw. umstrukturieren? Das alles und noch viel mehr gibt es in dieser Ausgabe, also dranbleiben. Die erste Frage kommt von Airis und er oder sie möchte wissen: Mich würde wirklich sehr interessieren, wie es mit der anabolen Diät aussieht. Was hältst du davon und wie funktioniert sie? Ja, die anabole Diät ist im Grundsatz eine Low-Carb-Diät, die ja, ich würde fast sagen, ein bisschen extremer ausfällt. Es ist eine Diät, die zwei Dinge miteinander verbinden soll, von der viele Leute sagen, dass es nicht möglich ist, diese zu verbinden, nämlich Muskelaufbau und gleichzeitiger Fettabbau. Die anabole Diät ist normalerweise in zwei Phasen unterteilt. In der ersten Phase, die dauert so um die 5 bis 6 Tage, ernährt man sich hauptsächlich so, dass man maximal 5 bis 10% Kohlenhydrate am Tag zu sich führt und den Rest des Tages den Körper mit Fett und ja, Proteinen versorgt. In der zweiten Phase, der sogenannten Refeed-Phase, ernährt man sich 1 bis 2 Tage, je nachdem wie lange die erste Phase angedauert hat, ja, ernährt man sich hauptsächlich so, dass dem Körper ganz, ganz viele Kohlenhydrate zugeführt werden und er so ja wieder viel Energie schöpfen kann aus den Kohlenhydraten. Der Grundgedanke der anabolen Diät ist der, dass der Körper dazu gezwungen wird, seinen Stoffwechsel umzustellen, indem er sozusagen seine Energie hauptsächlich aus den Fettreserven zieht. Das liegt natürlich daran, dass ihm die Kohlenhydrate fehlen und der Körper braucht ja natürlich Energie, um sozusagen zu funktionieren, und dementsprechend bedient er sich an den Fettreserven. Dadurch, dass wir ihm auch weniger ja, Energie in Form von Kohlenhydraten zuführen, hat es natürlich auch ja, zur Folge, dass das Insulinlevel nicht so ansteigt, also das Hormon Insulin wird nicht so intensiv produziert wie bei jemandem, der sich hauptsächlich von Kohlenhydraten ernährt. Und Insulin ist ein sehr, sehr ja, komplexes Hormon mit vielen Aufgaben. Und eine Aufgabe ist unter anderem die, dass wenn wir Kohlenhydrate konsumieren, die Energie aus den Kohlenhydraten ja in die Glykogenspeicher geführt wird. Und wenn diese aber voll sind, sagt das Insulin dem Körper, dass ja die überschüssige Energie in die Fettreserven transportiert wird, wir also sozusagen dadurch dick werden. Des Weiteren ist es so, dass das Insulin halt auch ja, den Fettstoffwechsel etwas hemmt bzw. verlangsamt und dementsprechend ja der Fettabbau etwas gehemmt wird. Und in der ersten Phase wird sozusagen diesem entgegengewirkt, dadurch, dass wir uns sehr, sehr wenig Kohlenhydrate zuführen. Die zweite Phase ist dafür da, dass sozusagen die Motivation etwas da bleibt, denn ja, ab und zu mal Kohlenhydrate essen ist eine gute Sache, für den Kopf definitiv, da unser Gehirn ja natürlich auch hauptsächlich ja, seine Energie aus den Kohlenhydraten zieht. Und es ist auch so, dass der Stoffwechsel damit nicht einschläft, sozusagen dadurch, dass dann immer ein Wechsel stattfindet, schläft der Stoffwechsel nicht ein, gewöhnt sich nicht an ja, sozusagen diese anabole Phase, in die wir sozusagen diese erste Phase, die wir da haben, und dementsprechend gibt es da diesen Wechsel zwischen diesen zwei Phasen. Im Grundsatz finde ich die anabole Diät eigentlich ganz gut und ich denke mal, sie funktioniert auch bei gewissen Leuten. Man muss sich aber immer im Hinterkopf haben, dass nicht jede Diät etwas für einen ist. Man muss da ein bisschen experimentieren. Es kann gut sein, dass die anabole Diät bei Person A funktioniert, aber bei Person B nicht. Und dementsprechend muss man diätmäßig immer so ein bisschen experimentierfreudig sein und gucken, was denn am besten für mich ist, womit mein Körper am besten klarkommt. Grundsätzlich ist es natürlich so, wenn man abnehmen möchte, braucht man ein Kaloriendefizit. Und bei einer anabolen Diät wird jetzt nicht so unbedingt auf die ja, Kalorienzahl geachtet. Das kann man natürlich machen, aber die anabole Diät ja, legt jeder so ein bisschen anders aus. Da gibt es zig verschiedene Varianten davon. Die eine ist ein bisschen komplexer, die andere ist ein bisschen einfacher. Aber im Grundsatz ist die anabole Diät wirklich in diese zwei Phasen unterteilt und falls sie für den einen oder anderen interessant ist, soll er sie auf jeden Fall mal ausprobieren. Natürlich muss man sie auch eine gewisse Zeit lang durchziehen, also wenn ich jetzt 2 Wochen eine anabole Diät mache, dann werde ich davon nicht so viel merken, als wenn ich sie 6 oder 8 Wochen lang durchführe. Dementsprechend muss man da ein bisschen ja, Zähne beißen und die anabole Diät halt auch eine gewisse Zeit durchführen, sodass man dann halt auch einen gewissen Vorher-Nachher-Effekt hat. Wie gesagt, die anabole Diät halte ich für eigentlich eine gute Sache, muss man auf jeden Fall mal ausprobiert haben. Ich habe jetzt noch nicht so intensive Erfahrungen damit gemacht, weil ich ja gerne mal Kohlenhydrate esse und auch die Energie brauche, da ich wirklich sehr, sehr viel Sport betreibe. Aber vielleicht führe ich sie mal durch, zum Sommer hin mal ausprobieren, vielleicht für 6 oder 8 Wochen. Dementsprechend mache ich vielleicht auch mal ein Video dazu. Rhodes Rocky möchte wissen: Ist Wasser aus Plastikflaschen schlecht für die Gesundheit bzw. Testosteronwerte? Ja, da ist etwas dran. Es gibt ein paar Studien, die aussagen, dass in Plastikflaschen Weichmacher enthalten sind, die ähnlich aufgebaut sind wie menschliche Hormone, wie zum Beispiel das Hormon Östrogen, und diese natürlich auch den menschlichen Körper so beeinflussen wie diese Hormone. In dem Fall negativ beeinflussen.
Nun ist es so, dass man natürlich auf Plastikflaschen verzichten kann und dann natürlich zu Glasflaschen greift und nur Getränke aus diesen konsumiert. Das ist definitiv eine kluge und intelligente Entscheidung. Ich persönlich sehe das aber nicht so ernst. Warum sehe ich das nicht so ernst? Ich bin der Meinung, wir setzen unserem Körper so vielen Umwelteinflüssen aus, negativen Umwelteinflüssen. Jeder von euch hat ein Handy oder aber der ein oder andere raucht, trinkt Alkohol und das sind alles Dinge, die unseren Körper negativ beeinflussen. Also jetzt ein Handy hat Strahlung, es verursacht Krebs, bei Zigaretten der Tabak verursacht Krebs, Alkohol ist auch nicht unbedingt gut fürs Hören und dementsprechend sind das alles Dinge, die den menschlichen Körper negativ beeinflussen. Das sind nur drei Dinge, die ich genannt habe, da gibt es noch viel, viel mehr, von denen ihr euch das gar nicht vorstellen könnt. Denn Weichmacher haben wir zum Beispiel nicht nur in Plastikflaschen, Weichmacher sind eigentlich in fast allen Plastiken enthalten. Ja? Euer Auto ist voll mit Weichmachern. Eure Technik-Gadgets, die ihr so habt, oder eure Fotokamera, alles ist irgendwie voll mit Weichmachern. Und dementsprechend, wenn man auf der einen Seite auf Weichmacher verzichtet, hat man auf der anderen Seite auch wieder Kontakt mit Weichmachern. Und dementsprechend hat man da nicht so die Chance, dem zu entrinnen. Ne? Jeder, der dennoch auf Plastikflaschen verzichtet, also daraus zu trinken, ist, wie gesagt, ist klug, ist intelligent und auch definitiv zu einem gewissen Punkt gesund für den Körper, aber wie gesagt, man kann dem nicht so entkommen, der heutzutage wirklich alles irgendwie mit Chemie zu tun hat und der Körper irgendwie beeinflusst wird und dementsprechend bin ich der Meinung, wir haben da sowieso nicht die Chance, dem zu entkommen. Es gibt so viele Stoffe, die wirklich negativen Einfluss auf den menschlichen Körper haben. Aber wie gesagt, jeder, der darauf verzichtet, trifft definitiv eine kluge Entscheidung und bei mir ist es so, ich verzichte nicht darauf, denn ich trinke schon seit, weiß ich nicht, seitdem ich klein bin, aus Plastikbechern, Plastikflaschen und ich lebe immer noch, ich konnte Muskeln aufbauen, ich fühle mich nicht schlecht. Jetzt weiß ich nicht, wie das in 40 Jahren aussieht, aber aktuell ist es noch nicht so der Fall, dass ich es irgendwie merke und dementsprechend werde ich es wohl auch beibehalten. Ich mache mir da nicht so den Kopf drüber, ich mache mir da wirklich lieber über andere Dinge Gedanken. Miraxor möchte wissen, kannst du einen Ernährungsplan empfehlen? Gibt es gut im Internet welche, die zum Abnehmen dienen? Also das Internet ist voll mit Ernährungsplänen, da muss man wirklich nur nach googeln und man findet wirklich sehr, sehr viele. Diese sind aber leider sehr, sehr allgemein gehalten. Die fokussieren meistens gewisse Lebensmittel oder aber gewisse Ernährungsmethoden, wie zum Beispiel Low Fat oder Low Carb. Ich bin der Meinung, dass man sich an diesen Ernährungsplänen orientieren kann, man sich aber nicht zu 100% auf diese einlassen sollte. Grund ist einfach der, dass jeder Mensch individuell ist und dementsprechend ist halt auch jeder Organismus individuell. Es gibt nicht umsonst Ernährungsberater, die sich mit euch zusammensetzen, die euer Essverhalten, eure täglichen Tätigkeiten analysieren, eure Körpergröße, Körpergewicht und so weiter und das alles miteinander kombinieren und dann halt einen individuellen Ernährungsplan für euch erstellen. Damit fahrt ihr definitiv am besten. Die ganzen Ernährungspläne aus dem Internet sind wie gesagt sehr, sehr allgemein gehalten. Die orientieren sich meistens an Durchschnittstypen. Es kann gut sein, dass ihr zum Beispiel irgendwelche Unverträglichkeiten habt, zum Beispiel eine starke Laktoseintoleranz oder aber eine starke Glutenunverträglichkeit und euch dann dementsprechend so ernährt und ihr eurem Körper eher schadet, als dem etwas Gutes tut mit einem Ernährungsplan aus dem Internet und dementsprechend würde ich mich da nicht zu 100% auf die ganzen Ernährungspläne aus dem Internet verlassen. Klar funktionieren die bei manchen Leuten, es gibt natürlich Durchschnittstypen, gibt es einfach, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man wirklich individuell einen individuellen Weg geht, man viel, viel besser fährt als jetzt so einen Standardweg, den viele andere gehen, beziehungsweise sich daran orientieren. Denn ich denke mal, diese Leute hätten auch schneller und besser Erfolge erzielen können, wenn sie einen individuellen Ernährungsplan gehabt hätten. Wie gesagt, die Ernährungspläne aus dem Internet können funktionieren, aber sind vielleicht nicht unbedingt die beste und intelligenteste Wahl. Also ich würde wirklich mich nur ganz grob dran orientieren und dann halt schauen, wie mein Körper auf gewisse Lebensmittel reagiert und dann halt in Kombination mit sozusagen dem Kalorienverbrauch, den ich habe, jetzt in dem Fall der Frage, ist ja das Ziel abnehmen und mich dementsprechend dann halt ernähren würde. Ne? Denn es ist auch so, einen Ernährungsplan braucht man halt auch nicht zu 100%. Ne? Ich hatte das ja in einem Video angesprochen, wenn man abnehmen möchte, braucht man ein Kaloriendefizit und wenn man das hat, nimmt man halt auch ab. Ne? Und da reichen halt auch wirklich schon 500 Kalorien aus am Tag, ein Defizit von 500 Kalorien und dann nimmt man langsam, aber konsequent ab und das ist äußerst gesund. Ein Ernährungsplan kann natürlich dabei halt ein bisschen helfen, ein bisschen orientieren, aber im Grunde braucht man eigentlich wirklich nur zu wissen, wie viel Kalorien der Körper am Tag braucht und bleibt ein bisschen drunter und dann nimmt man halt ab. Dazu noch ein bisschen Sport, dann steigt der Kalorienverbrauch und dann ist man halt schon wirklich auf einem guten Weg abzunehmen. Ne? Wie gesagt, so ein Ernährungsplan ist eine gute Sache, aber zu 100% würde ich mich da jetzt nicht drauf verlassen.
Nostra möchte wissen, nach wie vielen Monaten sollte man seinen Trainingsplan umstrukturieren? Also hier gibt es keine genaue Zeitangabe, das ist eigentlich eine individuelle Sache, denn jeder Körper reagiert anders aufs Training. Es kann gut sein, dass Person A bereits nach 4 Wochen sein Training umstrukturieren sollte, Person B nach 6 Wochen und Person C erst nach 10 oder 12 Wochen. Das ist wie gesagt sehr, sehr individuell, da jeder Körper anders aufs Training reagiert. Hat man ein gewisses Plateau erreicht, also stagniert im Training, kann nicht mit mehr Gewicht trainieren oder sowas, dann sollte man definitiv sein Training etwas umgestalten. Hier reicht es zum Beispiel schon aus, wenn man die Reihenfolge der Übungen verändert, zum Beispiel letzte Übung als erstes durchführt und so weiter, oder aber 2, 3 Übungen austauscht und natürlich auch ganz wichtig, das Handelgewicht anpasst und so auf ja, Leistungsniveau trainiert. Das reicht eventuell schon aus, um ja den Körper aus dem Gewohnheitstrott rauszubringen. Natürlich kann man auch den kompletten Trainingsplan wechseln. Hat man zum Beispiel vorher einen, ja, weiß ich nicht, Zweiersplit gemacht, kann man jetzt zum Beispiel auf einen Dreiersplit umsteigen oder aber auf Ganzkörpertraining. Also das ist jedem ja persönlich überlassen, was einem am liebsten ist und womit der Körper natürlich am besten fährt. Wie gesagt, man muss seinen Körper beobachten und halt feststellen, ob wirklich da jetzt eine Stagnation eingetreten ist. Und ist das nicht der Fall, dann kann man definitiv bei dem Training, das man gerade durchführt, weiter dranbleiben, besonders wenn es einem Spaß macht. Und das war's mit dieser Ausgabe von Frag Rafa. Wenn sie euch gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Ansonsten stellt mir auch neue Fragen als Kommentar unter das Video, damit ich wieder nächste Woche ein Video für euch drehen kann. Ansonsten habt ihr nochmal hier 3 Verlinkungen zu anderen Fitnessvideos von mir. Dort gehe ich auch auf sehr, sehr interessante Themen ein. Schaut ihr euch auch auf jeden Fall an, falls ihr sie noch nicht kennt. Ansonsten besucht mich auch auf Facebook unter www.facebook.com/infitnesstv. Lasst dort ein Like da, schreibt mir was an die Pinnwand. Wir sehen uns die Tage. Haut rein.